Hallo Leute, seht ihr mich? Servus! Yo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Mein Einkauf vom. Wir waren richtig krass im Lidl einkaufen, richtig heftiger Einkauf, wirklich. Das ist einfach nur unnormal. Ich, warte mal, ich schau mal auf den Einkaufszettel. 100,81 € im Lidl. Lidl ist eigentlich ganz günstig. Ich habe hier Cola Zero, einen Sixer. Und was ich neu entdeckt habe, kenne ich noch gar nicht. Pepsi mit Lemon-Geschmack, auch Zero. Das muss ich direkt mal. Na klar, und mir fällt direkt der Einkauf runter, das ist ja klar. Egal, kein Ding für den King. Nein! Macht nix. Dann fangen wir doch direkt mal hier an, Leute. Wir haben hier Hähnchenbrust und Truthahnbrust. Und ganz unten ist noch Lackschinken, der übrigens auch echt gute Nährwerte hat. 2 Gramm Fett nur auf 100. Ist mega nice. Fuck, ey, das Cent runtergefallen, ey. Eine Schande. So. Machen wir hier doch direkt mal weiter. Fettarme Milch am Start. Dann habe ich hier WM-Box Wassereis. Da werde ich noch einen Food-Test machen. Ich habe mir überlegt, so einen WM-Food-Test zu machen. Von WM-Produkten. Ich habe hier Pizza-Bun und WM-Wassereis. Das werde ich alles in einem Video testen. Da kommt noch was dazu. Dann machen wir weiter. Zweimal Rustipani. Einmal mit Salami-Geschmack. Und einmal mit mediterranen Kirschtomaten. Jo, die Dinger sind ewig nice. Einfach mal in den Ofen, haben wenig Kalorien, gute Nährwerte. Dann haben wir hier einen Stremelachs Natur. Voll geil, mit Senf. Mit Senf ist das mega nice. Ein paar Oliven. Oliven haben sehr gute Fette, was einige gar nicht wissen. Aber es ist halt Geschmackssache natürlich. Wieder ein bisschen so Hähnchenfiletstücke, Klassik. Auch einfach mal, wenn man keinen Bock hat zu kochen oder was zum Snacken braucht. Mega geil. Jo, dann machen wir weiter. Wir haben hier fettarme Milch nochmal. Dann hier diesen Kapseehecht, den gibt es bei Lidl, der ist voll geil. Einmal in Olive, Rosmarin und in Zitrone, Pfeffer. Ich feiere den voll, der hat auch echt gute Nährwerte. Da hat so eine ganze Packung nur 200 Kalorien. Hier haben wir gleich 4 Packungen geholt, weil der so geil ist. Jo, dann, mir fällt alles runter, ey, was geht ab? Zweimal hier Hähnchen, Minutenschnitzel, ich leg's mal hier rüber. Und dann hier noch so ein Deutschlandprodukt, Pick-up mit Blutorange-Geschmack. Krass, ich bin mega gespannt da drauf. Wird noch ein Video folgen. Dann, was, eine Banane nur? Waren noch mehr Bananen, sind die runtergefallen? Gleich mal gucken, nochmal eine Milch, eine Banane, eine Zitrone. Ich glaube, die anderen sind runtergefallen. 4 Bio-Äpfel, Leitmozzarella. So, und dann schaue ich mal, was jetzt hier runtergefallen ist. Ja, wartet mal. Runtergefallen ist eine Gurke. Dann 2 Bananen. Und jetzt passt auf, Leute. Da kommt auch noch ein Food-Test. Weinbergschnecken. Ach du grüne Neune. Bin ich gespannt drauf, wie das schmeckt. Dann habe ich hier noch Lachs, Stremelachs mit Pfeffer. 2 Gurken. Noch eine Milch. Eine Kokosmilch. Zucchini. 2 riesengroße Packungen Senf mit 25% Bonus. Dann liegen da hinten noch Paprika, die muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen, die liegen so weit weg, da bin ich jetzt zu faul. Und Karotten. So, das war die erste Tasche, ey. Richtig krass, ne? Richtig krasser Einkauf. Machen wir mit der zweiten Tasche weiter. Bratpaprika, bin ich echt ein großer Fan mittlerweile davon, die schmecken richtig gut. Dann eine Aubergine. Meine Freundin macht da immer mega geil, so Ofengemüse. Ein paar normale Tomaten noch. Kinderpinguin. Voll geil. Dann haben wir hier ganz viele Skyr. Skyr, Königer Frischkäse. Königer Frischkäse, der hält sich immer ewig lang. Königer Frischkäse. Noch ein Skyr im Geschmack. 40 Maracuja. Magerquark. Ein Skyr in nochmal 40 Maracuja. Dann nochmal so normale Tomaten, so kleine.
zweimal Magerquark hier noch. Ein Skyr im Geschmack Heidelbeer. Den finde ich am geilsten, den Heidelbeer. Nochmal Magerquark, zwei Stück. Königin Frischkäse. So, dann habe ich hier noch einen großen im Heidelbeergeschmack mir geholt. Den im Lidl finde ich übrigens am geilsten von Skyrs. Gibt es ja mehrere. Noch einen Himbeerskyr, den großen. Dann zweimal Nutella Be Ready. Einmal Lachs. Mit Senf natürlich esse ich den. Und dann dazu, was ich gefunden habe, Leute. Kaltgeräucherter Thunfisch in Scheiben. Voll krass. Und er hat gute Nährwerte. Ich bin echt gespannt darauf. Aber war auch recht teuer. Dann hier wieder solche Gurken. Die liebe ich auch. Einfach mal rauslecken. Dann eine Zuckermelone. Bin ich mal voll gespannt, wie die schmeckt. Ob die gut schmeckt. Zuckermelone klingt auf jeden Fall geil. Snickers, Minis. Da geht ab und zu mal eins rein. Und jetzt passt auf, was ich gefunden habe. Eberswalder Räucherling. Und das ist, denke ich, so Lackschinken im Stück. Und es hat nur 2,1 Gramm Fett. Voll krass. 22,6 Gramm Eiweiß. Und 114 Kalorien auf 100. Voll geil. Da freue ich mich voll drauf. Wirklich. Jo. Und dann noch Light Ketchup. Und dann war es das eigentlich schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt mal meine anderen Mein Einkauf-Folgen ab. Da gibt es mittlerweile echt viele. Ich mache euch mal hier hin die Playlist. Warte, ich muss kurz hier. Ich finde es gerade echt schwer. Hier irgendwo. Zieht euch das mal rein. Lasst dem Video einen Like nach oben, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt und kein Video mehr verpassen wollt, auf geht's, Leute. Würde ich mich auch freuen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Schon na klar. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her.